Das Abu Ghraib-Gefängnis in Bagdad und Fotografien, die die Welt erschütterten. Irakische Gefangene von amerikanischen Wachen gedemütigt und gefoltert. George Bush sagte, er sei entsetzt. Das sei nicht typisch für Amerika. Noch mehr amerikanische Wachleute, die nackten Gefangenen Beleidigungen entgegenschreien. Kriech, du Hurensohn! Aber das ist nicht Bagdad, sondern Brazoria in Texas. Viele amerikanische Staaten fordern ihre Wärter auf, Durchsuchungen zu filmen, als Beweis, dass nicht übertrieben Gewalt ausgeübt wird. Hier wird ein Zellenblock nach Drogen durchsucht. Jemand erzählte, dass die Wachen die Leute aus den Zellen zerren und sie ausziehen. Ich zeig dir, wo es lang geht, Wichser. Einer meiner Klienten hatte einen gebrochenen Knöchel. Er konnte nicht kriechen, also haben sie ihn gezogen. Beweg deinen Hintern! Na los, los! Und in seinen Rücken stießen sie einen Elektroschocker oder sowas. Mein ganzer Körper machte nur so. Ich konnte nicht aufhören zu zittern. Einige Gefängnisbeamte haben auch elektrische Viehtreiber, andere Hunde. Das hier geschah vor 9 Jahren, als George Bush Gouverneur in Texas war. 2 Beamte kamen selbst ins Gefängnis. Die meisten Insassen bekamen eine Entschädigung. Genau wie ein Mann, der bei einem späteren Vorfall von einer Wache vergewaltigt wurde. Aber dann hat man Brazoria vergessen, bis zum letzten Jahr. Ich blätterte durch die Anhörungen des Kongresses zu Abu Ghraib. Und da sagten diese Politiker, das sei falsch, es sei eine Verletzung der Menschenrechte. Und ich dachte, was für eine Heuchelei. Sie wissen, dass wir das hier jeden Tag haben. Dies ist die schockierende Geschichte, wie Amerika seine Gefangenen in den eigenen Hinterhöfen behandelt. Wie Jugendliche von Wachen verprügelt werden. Inhaftierte nach der Fesselung sterben. Oder zu Brei geschlagen werden. Ein ständig steigender Blutzoll. In einer verborgenen Welt erstaunlicher Gewalt. Im Norden Floridas liegt die wohl bekannte Stadt Stark mit 5.500 Einwohnern. Die örtliche Wirtschaft ist von den 5 Staatsgefängnissen abhängig, die sich rund um die Stadt befinden. In den meisten Familien gibt es jemanden, der dort arbeitet. Die Häftlinge werden zur Instandhaltung und Reinigung der Stadt herangezogen. Aber da, wo man nicht hinsehen kann, in den beiden Hochsicherheitsgefängnissen, leben die meisten Männer in Einzelhaft. Man wird von Geschrei empfangen, ein unglaublicher Krach. Es ist extrem heiß und riecht nach einer Mischung aus Abwasser und Urin. Die Zelle ist 3x2 Meter groß und weiß gestrichen. Ich habe die Ziegel gezählt und die Waschbecken, was nicht schwer ist, denn es gibt nur eins und eine Toilette. Mitch Scott hat für Raub und Vergewaltigung fast 30 Jahre eingesessen, einige davon in Einzelhaft. Man hat viel Zeit zum Nachdenken. Sie wissen schon, über alles und jeden. Die Gefängnisverwaltung verweigerte uns das Filmen auf dem Gelände, aber der Beamte für Öffentlichkeitsarbeit, Sterling Ivy, erlaubte uns das Drehen auf der Straße. Channel 4, Sterling Ivy hat das erlaubt. Wer? Sterling Ivy. Trotz der Genehmigung gibt es immer wieder Schwierigkeiten. Er hat mir auch gesagt, er würde New River und dem FSP Bescheid geben. Hat er, aber nicht für diesen Platz. Aber auch wenn sie den Zutritt verweigern, sickern Geschichten um fortdauernde Misshandlungen durch. In einer der schlimmsten erleiden Insassen durch chemische Sprays schreckliche Verbrennungen. Die Gefängnisbehörde von Florida hat eine umfangreiche Website.
Sie führt jeden einzelnen Häftling auf, seine Straftat und die Haftdauer. Dies ist Sylvester Butler. Der Einbrecher verbüßt 8 Jahre. Dieses Bild wurde von seinem Anwalt aufgenommen. Wachen hatten Butler mit Pfefferspray und Tränengas in seiner Zelle angesprüht, weil er an die Zellentür hämmerte. Kurt Massey, 12 Jahre für versuchten Mord. Im Gefängnisbericht steht, er wurde angesprüht, weil er die Mitarbeiter verfluchte. Jeremiah Thomas, ein bewaffneter Raubüberfall und eine langjährige psychische Erkrankung, verweigerte die Medikamenteneinnahme, eingesprüht durch die Klappe seiner Zellentür. Fast 2 Dutzend Männer klagen inzwischen gegen die Gefängnisverwaltung. Sie benutzen üblicherweise große Kanister mit Pfefferspray, groß wie Feuerlöscher etwa. Es bleibt auf der menschlichen Haut kleben. Wir hatten Häftlinge hier, die Verbrennungen 2. Grades am ganzen Körper hatten. Das ist extrem schmerzhaft. Und die Beamten zielen immer auf Gesicht und Genitalien. Chemische Gifte sind bei Unruhen oder zur Bändigung gewalttätiger Häftlinge sehr wirkungsvoll. Aber die Anwälte beklagen, dass Pfefferspray böswillig und sadistisch eingesetzt wird. Das erste Anzeichen ist das Aussetzen der Ventilatoren in den Zellen. Insassen berichteten, dass Karton in die Türritzen gestopft wird, damit die Räume wirklich luftdicht sind. Diese Bilder sind von den Gefängnisbehörden selbst. Wird hier in eine Zelle gesprüht, leidet der ganze Flügel, einschließlich der Mitarbeiter. Ein Gefängnisarzt berichtet uns von seinen Erlebnissen, anonym, sonst würde man ihn entlassen. Zum Eingasen kommt es 2-3 Mal pro Woche. Die Wärter sagen, weg von der Tür oder vom Fenster. Ich habe es dir 3-mal gesagt, jetzt kommt das Gas. Die Augen beginnen zu tränen und in der Nase brennt es. Die Reizung ist so stark, dass man fast an seinem eigenen Speichel erstickt. Ich glaube, ein paar der Wärter halten es für ihren Job, diese Leute zu bestrafen und sind sehr nachtragend. Sie sprühten im direkten Nachbarflügel. Es zog durch mein Fenster rein und gaste mich auch ein. Okay. Welche Wirkung hatte es? Es brannte. Es fühlte sich an, als ob mein Gesicht verbrennt. In den Berichten steht natürlich, es wurde nur 3-mal kurz das Zeug versprüht. Aber wenn man sich die Beweisfotos ansieht, zu den Verätzungen dieser Leute kann es nicht kommen, wenn man ihnen nicht literweise das Zeug aufsprüht. Es wird benutzt, um die Gefangenen richtig zu terrorisieren. Das kann man nur Folter nennen. Die Gefängnisbehörde wollte keine unserer Fragen beantworten, aber auf der Website ist eine Erklärung. Es heißt, chemische Gifte werden nur als äußerste Maßnahme eingesetzt, um Gewalt zu verhindern. Aber es gibt eine Beamtin, die bereit ist, sich zu äußern. Karen Jones ist eine von 6 Wärterinnen, die die Gefängnisbehörde wegen sexueller Belästigung verklagen. Sie wurde von Kollegen gemieden und bedroht, aber sie ist fest entschlossen, weiterzumachen und über die Haltung der Wärter zu den Gefangenen zu sprechen. Dein Arsch gehört der Gefängnisbehörde von Florida. Du tust, was wir sagen. Schlafen, essen, waschen oder scheißen. Du bist Eigentum des Staates Florida. Vergiss das nie. Diese Haltung bedeutet nichts anderes, als dass einige Wärter glauben, sie kämen mit allem davon. Mehrere Insider, darunter ein anonymer Gefängnisarzt, erzählten uns von unmittelbaren Grausamkeiten. Ich höre das immer wieder von Leuten. Immer die gleiche Beschreibung. Sie werden in Badezimmer oder was auch immer gebracht und dann von einem bestimmten Haftbeamten verprügelt. Ich sah, wie 2 Insassen in Handschellen gelegt wurden. Einer wurde rausgebracht und sollte vor einer Wand stehen bleiben. Er wurde geschlagen, auch gegen den Kopf.
Er drehte sich um. Sein Gesicht war auf beiden Seiten blutig. Er war gegen die Wand geknallt. Die Wand war rot. Seine Brust war rot. Was kann man da schon machen? Wenn ein Insasse herkommt und sagt, mir wurden die Nase und die Rippen gebrochen, was passiert? Wird das vertuscht? Im Grunde ja. Wie? Wie sie es vertuschen? Oh, das ist leicht. Man macht falsche Angaben in Dokumenten. Inwiefern? Naja. Sie setzen den Namen eines anderen Häftlings als Verursacher ein. Frank Valdez versuchte, die Misshandlungen aufzudecken. Er war bereits ein gezeichneter Mann, zum Tode verurteilt, wegen der Ermordung eines Gefängniswärters. Aber dann begann Valdez, den Lokalzeitungen über das Leben im Florida State Prison zu berichten. Er gab den Aufsehern einen Grund dafür, ihn mundtot zu machen. Er trat für die Rechte anderer Häftlinge ein, die täglich geschlagen wurden. Eine Wärtergruppe stürmte in Valdez' Zelle. Einem von ihnen wurde später Straffreiheit eingeräumt, damit er aussagte, wie sich jeder seiner Kollegen über Frank Valdez hermachte. Beschreiben Sie, wie er getreten wurde. So hart wie möglich. Wurde schon mal jemand so getreten? Nein, nicht so hart. Hat er was zu dem Häftling gesagt? Er sagte, wen wirst du jetzt umbringen, Wichser, wen jetzt? Sie schlugen so hart zu, wie man überhaupt zuschlagen kann. Sie trampelten auf Brust und Rücken herum. Alle Rippen waren gebrochen, zwei von vorne und von hinten. Seine Rippen waren völlig zersplittert. Die Wärter kehrten zurück und verprügelten Valdez ein zweites Mal. Am Ende wurde er tot in seiner Zelle aufgefunden. Damals wurde die Presse eingeladen. Man teilte mit, Valdez habe eine versteckte Waffe gehabt und die Beamten angegriffen. Ich fragte eine Kollegin, die ich kannte, was ist passiert? Und sie antwortete, Karen, hast du schon mal einen Hai im Blutrausch gesehen? Es ist einfach aus dem Ruder gelaufen. Was sagten die Kollegen dazu? Alle waren in Panik. Alle fragten sich, was machen wir jetzt? Was können wir für unsere Jungs tun? Warum? Weil wir die Guten sind. Ich ließ mir was einfallen, um sie zu decken. Waren die Berichte falsch? Ja. Wusste das jeder? Ja. Wenn ich gewusst hätte, dass er stirbt, hätte ich das niemals getan. Zunächst standen vier Beamte wegen Mordes an Frank Valdez vor Gericht. Das Verfahren wurde in ihrer Heimatstadt eröffnet, Stark. Ich wusste, dass wir verlieren würden. Als ich hinging und sah, dass der Vorsitzende der Geschworenen ein ehemaliger Gefängnisaufseher war, sagte ich, das ist ja lachhaft. Ich glaube es einfach nicht. Wanda kannte Frank Valdez seit Jahren, aber geheiratet haben sie erst, als er schon in der Todeszelle saß. Und sie sollte über den Ausgang des Verfahrens Recht behalten. Die Wärter wurden freigesprochen. Die Anklagen gegen vier weitere fallen gelassen. Die Geschworenen erklärten später, sie seien überzeugt gewesen, dass Valdez ermordet wurde. Sie konnten sich nur nicht einigen, wer es letztlich genau war. Man kann nicht hingehen, jemanden töten und damit durchkommen, weil man Gefängnisbeamter ist. Und zu sagen, na schön, aber er war nicht gut. Wenn wir einfach Menschen umbringen, weil wir glauben, sie seien nicht gut, das ist ja wie Euthanasie. Valdez' Familie verklagt zurzeit 8 Wärter und den ehemaligen Gefängnisdirektor James Crosby, der seither befördert wurde. James Crosby ist nun für alle Gefängnisse Floridas verantwortlich. 2 baten wir um ein Interview, 2 lehnte er ab. 97.3 The Sky.
Die Idee ist, über das Gefängnissystem insgesamt zu diskutieren. Obwohl uns die Verwaltung abwies, wollten wir mit Leuten sprechen, die im Gefängnis arbeiten. Und wir fanden einen Weg, indem wir uns mit dem lokalen Radiosender zusammentaten. Wen haben wir jetzt, PC? Faschisten Mike. Willkommen in unserer Radio Happy Hour. Was gibt's? Wer im Gefängnis ist, ist eine Belastung für die Gesellschaft. So sieht's aus. Wenn die Strafe für welchen Verstoß auch immer Pfefferspray ist, bin ich voll und ganz dafür. Quer durch Amerika gewinnt man keine Wahlen, wenn man für die Sache der Häftlinge eintritt. Und ganz sicher nicht in dieser Ecke von Florida. Aber es riefen Leute an. Wer kommt jetzt? Ladies first, also Heather. Willkommen, Heather. Was hast du für uns? Ich habe viele Jahre in der Frauenstrafanstalt gearbeitet. Ich habe gesehen, wie dort Pfefferspray gesprüht wurde. Und in allen Fällen, bis auf einen, habe ich die wirklich schlimmen Folgen gesehen. Und wir haben uns auch selbst dabei verletzt. Die neuesten Zahlen belegen, dass die Einsätze von chemischen Sprays in Floridas Haftanstalten um fast 90% in 3 Jahren zunahmen. Doch das ist nur das dicke Ende hier im Strafvollzug. Als wir durch Amerika reisten, entdeckten wir, dass es ständig Übergriffe fast jeder Art und jeden Ausmaßes gibt. Festgenommen in Phoenix, Arizona, und man landet erst einmal hier, im Kreisgefängnis, geleitet vom Büro des Sheriffs. Eine typische Freitagnacht, volles Haus. Als wir eintreffen, beginnen 2 Gefangene eine Schlägerei. Die Insassen werden schnell unter einem Berg von Beamten begraben. Dieses Gefängnis wird von einem Mann geleitet, der seinen Ruf als Amerikas härtester Sheriff genießt. Er soll sich nicht prügeln, er soll sich nicht wehren. Ich möchte nicht, dass meine Beamten angegriffen werden. Zur Abwehr eines Angriffs wird so viel Gewalt wie nötig angewendet. Aber mehr als ein Dutzend Beamte, um einen Mann aus der Zelle zu holen, ihn zu Boden zu schleudern und sich auf ihn zu werfen? Warum? Wo ist der Unterschied, ob es 1 oder 10 machen? Es gibt keinen. Wir bändigen die Person. Eine andere Methode der Bändigung ist der Stuhl. Er soll Gefangene, wie diese Frau, die betrunken hergebracht wurde, daran hindern, sich selbst oder andere zu verletzen. Sie ist an Händen und Füßen gefesselt und eine Netzhaube hindert sie am Spucken. Woher sind Sie? Aus London, britisches Fernsehen. Britisch? Hallo, drehen Sie ruhig. Warum sind Sie auf dem Stuhl? Sie sollen versucht haben, sich zu schneiden. Sehen Sie hier, das können Sie auch aufnehmen. Sie haben sie da reingesetzt und 15 Minuten beobachtet. Sie bleibt 6 Stunden da drin. Dann müssen wir sie rausholen. Aber in diesen 6 Stunden kann sie sofort raus, wenn die Krankenschwester sagt, dass sie sicher ist und sich nicht mehr selbst verletzen will. Ich habe Durst. Ich möchte nur einen Becher Wasser. Hör zu, ich gebe dir Wasser. Nehmen Sie mir das Ding vom Kopf. Ich nehme es ab. Warum tragen Sie es? Weil ich auf den Boden gespuckt habe. Nur wenige Blocks vom Gefängnis entfernt, etwas mehr als Spuckweite, ruft die amerikanische Gefängnisindustrie zur Wintermesse. Über 300 Hersteller zeigen ihre Produkte, darunter einige Firmen, die Pfefferspray anbieten. Es findet in ganz Amerika Verwendung. Es gibt 2 Ausführungen. Dieses arbeitet horizontal, das andere da vertikal. Dieses ist in der Benutzung ganz einfach. Ich lege es ein, halte es so, löse den Sicherungsstift und dann kann man sprühen. Die Reichweite des Sprays ist 7,5 Meter. So stark schießt es da heraus. Aber hier wird Pfefferspray auf kurze Distanz verwendet. Die Dienstvorschriften vieler amerikanischer Staaten verlangen, dass diese sogenannten gewaltsamen Eingriffe gefilmt werden müssen. Dieser Teenager in South Dakota wird bestraft, weil er Papier nicht wegnehmen wollte, das er an seine Zellentür geheftet hatte. Bänder wie dieses zeigen die brutale Wirklichkeit in Amerikas Gefängnissen. Sie vermitteln ein völlig anderes Bild, als die Messe in Phoenix Glauben machen will. Die Gefängnisindustrie hat ein Budget von über 40 Milliarden Dollar pro Jahr. Es gibt rund 2 Millionen Gefangene in den USA.
Tasers, Elektroschockwaffen, sind in den meisten amerikanischen Staaten im Einsatz. Haben Sie eine Person, die Ihre Aggressionen gegen Sie richtet, wollen Sie dieses Verhalten beenden. Der Strom stellt die Person auf Entfernung ruhig. Dies ist der Werbefilm dazu. Aber hier wird der Taser zur Bestrafung eingesetzt. Dieser Gefangene in Florida wird mehrmals mit dem Schocker behandelt, weil er nicht in den Rollstuhl gehen will. Sein Anwalt sagt, er sei geistig behindert und glaube, wegen einer Rückenverletzung nicht laufen zu können. Als er die Gehhilfe ablehnt, kommt erneut der Schocker zum Einsatz. In 4 Jahren gab es 70 Todesfälle in Nordamerika durch einen Taser, laut Amnesty International. Trunkenheit, Drogen oder Herzinfarkte sind oft die offiziellen Todesursachen. Amnesty möchte ein Verbot für Tasers durchsetzen. Menschenrechtsgruppen möchten ein weiteres Gerät verbieten, und zwar den Stuhl, den wir im Kreisgefängnis gesehen haben. Hier wirbt ein berühmter Häftling für ihn. Die Hersteller betonen, dass Fesselstühle Menschenleben schützen, weil sie für eine ungehinderte Atmung sorgen und so das Risiko vermindern, während der Haft zu Tode zu kommen. Das ist die Werbebotschaft. Hier ein kurzer Blick auf die Wirklichkeit, diesmal in Utah. Dieser Mann hatte Schizophrenie und war unkooperativ. Er wurde entkleidet und für 16 Stunden fixiert. Dann wurde er befreit, verstarb aber kurz darauf an einem Blutgerinnsel. In den letzten Jahren starben 20 Gefangene in den Staaten in einer Fixierung wie dieser. Daraufhin haben einige Bundesstaaten den Fesselstuhl verboten. Nicht so Arizona, obwohl sich gleich 2 der Todesfälle in Phoenix ereigneten, in Sheriff Arpaios Gefängnissen. Der Sheriff führt häufig Fernsehteams durch sein halbes Dutzend Haftanstalten. Es ist schon fast ausgefeilte Routine für ihn. Die Betonung der schweren Bedingungen, der Sträflingskleidung und des furchtbaren Essens. Sie wissen, dass sie Wasser und Brot essen, wenn sie Ärger machen. Es sind Kriminelle, Mörder. Verzeihung, Mordverdächtige. Sie sind noch nicht verurteilt. Im Kreisgefängnis sitzen Untersuchungshäftlinge und Kriminelle, die minderschwere Delikte begangen haben. Den Wählern in Phoenix gefällt seine Behandel-sie-mies-Politik. Sie haben ihn 3-mal gewählt. Sie waren im Gefängnis, dann draußen und sind wieder hier. Warum können Sie sich nicht zusammenreißen? Ich bin ein Krimineller. Nein, Sie wollen ein Krimineller sein. Wirft man einen Blick hinter Sheriff Arpaios Selbstdarstellung, trifft einen die Wahrheit mit brutaler Härte. In seinen Haftanstalten werden Gefangene geschlagen, gefoltert und sogar getötet. Charles Axter war geistig behindert und drogenabhängig. Er wog nur wenig mehr als 40 Kilogramm. Er wurde vor 4 Jahren spät nachts wegen Unfugs festgenommen. Seine Eltern nahmen an, er würde nur über Nacht im Gefängnis festgehalten werden. Das Telefon klingelte und es war die Notaufnahme. Sie sagten, also Ihr Sohn ist hier und es steht schlecht um ihn. Wir wissen nicht, ob er die Nacht überleben wird. Die grausigen letzten Stunden Charles Axters wurden von den Kameras im Madison Street Gefängnis aufgezeichnet. Sie haben ihn wie einen Koffer reingezogen. Arme und Beine waren gefesselt und ein Polizist trat ihn. Charles strampelt, also zerren ihn 9 Gefängnismitarbeiter zum Stuhl. Er trägt immer noch Handschellen. Ein Mitarbeiter kniet auf ihm. Sie beugen ihn nach vorn, um die Handschellen zu entfernen und ihn wieder festzubinden. Wenn man 9 Leute braucht, um Charles in den Stuhl zu bekommen, wissen Sie, wenn das keine Folter ist, dann weiß ich es auch nicht. Etwa eine Viertelstunde darauf stellt eine Krankenschwester fest, dass Charles bewusstlos ist. Sie kneift ihm ins Gesicht und hält ihm Ammoniak unter die Nase. Aber immer noch entfernt niemand die Spuckhaube oder löst seine Fesseln und holt ihn aus dem Stuhl.
Trainingsunterlagen aus dem Büro des Sheriffs enthalten die klare Weisung, Handschellen abzunehmen, bevor der Häftling auf den Stuhl gesetzt wird. Durch doppelte Fesselung kann ein Phänomen verursacht werden, das unter dem Namen haltungsbedingte Asphyxie bekannt ist. Trotz verzweifelter Wiederbelebungsversuche war Charles Exter bereits hirntot. Seine Eltern verklagen nun einen trotzigen Sheriff. Sehen Sie sich alle Videos an, die Sie wollen. Die Wahrheit ist das nicht. Sie bestreiten aber nicht, dass er auf dem Stuhl die Hände auf dem Rücken gefesselt hatte? Das weiß ich nicht genau, aber ich versichere hier und jetzt, wir haben keinen Fehler gemacht. Ich möchte niemanden im Gefängnis verlieren, egal unter welchen Umständen. Aber wenn man im Strafvollzug ist, sind einem manchmal die Hände gebunden und es kann zu Todesfällen kommen. Aber Scott Norbergs Tod liegt nahe, dass man nichts gelernt hat. 5 Jahre zuvor war er in dasselbe Gefängnis gezerrt worden, verwirrt, aber nicht aggressiv. Und auch er wurde in Handschellen auf den Stuhl gesetzt. Man legte ihm ein Handtuch über den Mund, um ihn am Spucken zu hindern. Später sagte eine Beamtin aus, sie habe ihren Kollegen alarmiert, als Scott Norberg Probleme bekam. Ich sagte ihm, dass der Mann blau anlief oder lila, aber noch atmete und er sagte, scheißegal. Was sagte er? Scheißegal. Und der wird sich noch wehren. Scott Norberg erstickte. Die Versicherung des Countys zahlte seiner Familie über 8 Millionen Dollar. Es gab nicht mal eine strafrechtliche Anklage. Ich diskutiere diesen Fall nicht, das ist vorbei. Nur so viel. Wenn ich oder meine Beamten etwas falsch gemacht hätten, hätte man mich geköpft. Sie haben alles überprüft und das war alles von unserer Seite einwandfrei. Das ist die Quintessenz. Und warum 8 Millionen Dollar, wenn es nichts zu regeln gab? Das war die Versicherungsgesellschaft. Sie wollten nicht vor Gericht. Das Versprechen des Sheriffs, Strafvollzug so unerbittlich wie möglich, schreckt Kriminelle nicht ab. Er ließ Tent City errichten, um auf billige Weise die steigende Zahl der Häftlinge unterzubringen. Die Bewohner hier haben sich in den 12 Jahren seiner Amtszeit verdoppelt. Du wärst lieber in einem mexikanischen Gefängnis? Das sind die schlimmsten der Welt. Da willst du hin? Lieber dort als hier. Ja, das ist schlecht. Der Sheriff genießt die Beschwerden der Insassen über die Haftbedingungen. Weniger erfreulich wird es für ihn, wenn daraus Klagen über Grausamkeit werden. In Brian Crenshaws Ausweis war der Vermerk blind. Vor 2 Jahren sollte er 6 Monate Haft für einen Ladendiebstahl verbüßen. Es war eine Nachricht vom Krankenhaus auf dem Anrufbeantworter. Brian sei bei Ihnen und in sehr schlechter Verfassung. Ich rief an und sprach mit dem Arzt. Er sagte mir, dass es um Leben und Tod ginge. Der Darm sei perforiert und das Genick gebrochen. Brians Mutter fand heraus, dass es mit Beamten in der Zeltstadt ein Handgemenge gegeben hatte. Danach wurde er ins Madison Street Gefängnis überstellt und in Einzelhaft untergebracht. Sechs Tage später. Die Kameras zeigen, wie Brian ins Krankenhaus gebracht wird, nachdem er bewusstlos in seiner Zelle aufgefunden worden war. Einem Gefängnisarzt sagte er noch, dass Beamte ihn in Tent City geschlagen und getreten hätten. Sie haben meinen Sohn ermordet. Mr. Arpaio ist dafür verantwortlich. Er ist der Leiter des Strafvollzugs. Und bis heute zieht er Gewinn aus seiner Unbarmherzigkeit und seiner Einstellung, dass diese Männer nichts wert sind. Sie schmuggelte eine Kamera ins Krankenhaus. Nach 1 Monat im Koma starb Brian Crenshaw an Sepsis. Die Familie klagt. Der Sheriff beharrt darauf, dass es ein selbstverschuldeter Unfall gewesen sei.
Sie sagen, er fiel von einer Koje, aber der medizinische Befund stellt fest, dass das nicht zu den Verletzungen passt. Wir werden sehen, was die Krankenakte sagt. Sie bleiben dabei, dass er von einer Koje fiel? Ja, 100%. Wir haben Videos, die das zeigen. Aber noch einmal, ich äußere mich nicht zu Einzelheiten schwebender Verfahren. Aber er hat einem ihrer Ärzte gesagt, dass er von Aufsehern geschlagen worden ist. Nun, viele Leute im Gefängnis behaupten gewisse Dinge, die nicht stimmen. Wenn Sie also ein paar Insassen glauben wollen, die ihr eigenes Tagebuch der Wahrheit haben, bitte. Inzwischen gibt es eine Gruppe Mütter gegen Arpaio, vereint durch ihre Geschichten des Schreckens. Pearl Wilsons Sohn Philip wurde von anderen Häftlingen umgebracht. Sie gibt dem Sheriff die Schuld, sagt, seine Aufseher lassen Kämpfe unter den Insassen zu. Owen hat einen Brief ihrer Tochter, in dem sie beschreibt, wie eine Mitgefangene an einer Bauchhöhlenschwangerschaft starb, weil niemand einen Arzt rief. Diese schlimmen Dinge finden nach wie vor statt. Nichts wird dagegen unternommen. Sheriff Arpaio sollte in sich gehen und sich fragen, ob er wirklich der härteste Sheriff der Vereinigten Staaten sein möchte. Arizona ist nicht stolz auf das, was da vor sich geht. Glauben Sie mir. Niemand musste vor Gericht Rechenschaft ablegen. Niemand musste die Verantwortung für seinen Tod übernehmen. Und ich finde keine Ruhe, bis sie das müssen. Bis bald. Genießt die Sonne. Ja, das liebe ich. Ich bin mit mir zufrieden. Ich kann jede Nacht schlafen. Meine Arbeit ist hart. Ich habe volles Vertrauen in meine Beamten. Glauben Sie mir, das Strafvollzugssystem der Vereinigten Staaten von Amerika ist das Beste, das es gibt. Und wenn ich als Sheriff oder meine Leute irgendetwas falsch machen würden, glauben Sie mir, man würde es veröffentlichen und man würde Maßnahmen ergreifen. So viel Zuversicht gibt es nicht in jedem Bundesstaat. Selbst wenn Vollzugsbeamte schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen eingestehen, kann eine Reform schwierig sein und manchmal sogar gefährlich. Nächster Halt: Kalifornien und die dortige Hauptstadt Sacramento. Für meinen Sohn David. Eine Mahnwache vor dem Senatsgebäude. Für meinen Sohn Michael. Angehörige erinnern an die, die sie verloren haben, als sie im CYA, dem kalifornischen Jugendstrafvollzug, eingesperrt waren. Ich hoffe, dass jede Einrichtung, in der Kinder untergebracht sind, und ja, es sind noch Kinder, geschlossen wird. Sein Sohn Darrell und dessen Zellengenosse Dean wurden in einer der 8 Einrichtungen des Jugendstrafvollzugs erhängt aufgefunden. Es ist der Jahrestag ihres Selbstmords. Macht es zu! Macht es zu! Shut it down! Shut it down! Shut it down! Shut it down! Knapp 65 Kilometer entfernt. Dies ist der Ort, den Sie als erstes schließen möchten. Chadurgeon, jedem auch als Chad bekannt. Wir haben Bedingungen, die im Wesentlichen an das grenzen, was ich Folter nennen würde. Der Jugendstrafvollzug war bereits in der Krise und sah Gerichtsverfahren wegen unmenschlicher Behandlung entgegen. Aber dies brachte das Fass zum Überlaufen. Im Januar letzten Jahres nahm die Kamera 2 Wärter auf, die brutal auf 2 junge Insassen losgingen. 4 weitere Aufseher standen dabei und sahen zu. Ich war entsetzt. Er sitzt auf ihnen und schlägt auf sie ein. Immer und immer wieder. Wie oft? 22, 28 Mal. Es begann mit einer Streiterei im Büro. Doch als einer der Teenager den Aufseher schlug, war dies seine Erwiderung. Als er endlich weggezerrt wurde, richtete ein Kollege eine Pfefferspray-Pistole auf den Jugendlichen am Boden.
Der Mann und 5 seiner Kollegen wurden inzwischen entlassen. Offiziell ist Chad eine Jugendeinrichtung, obwohl es in allem ein Gefängnis ist, den Namen einmal ausgenommen. Die Jugendbehörde hat Reformen versprochen. Aber das würde bedeuten, die tief verwurzelte Kultur so vieler amerikanischer Gefängnisse abzuschaffen, in der es im Kern nicht um Resozialisierung, sondern um Bestrafung geht. Ich hatte Handschellen und Ketten um Hüfte und Beine. Während der Besuchszeit mit meinen Eltern war ich in Ketten. Meine Ketten wurden nie abgenommen, sobald ich meinen Raum verlassen hatte. Das gilt eigentlich nur für gewalttätige Leute. Ich war nie gewalttätig. Sie sagten, sie hielten es so. Es sei zu meiner eigenen Sicherheit. Sharif Vaughn wurde 3 Jahre wegen Einbruchs eingesperrt. Er beschreibt eine der drakonischen Regeln der Haftanstalt. Es wird Futterstellung genannt. Man legt sich auf den Bauch, die Hände auf den Rücken und die Beine gekreuzt, als ob man alle 4 gefesselt bekommt. Diese Haltung muss man einnehmen, sobald einer der Wärter den Raum betritt. Barry Crisberg ist Experte des Jugendstrafrechts. Schon vor den Schlägen empfahl er grundlegende Reformen, die nun allmählich ins Rollen gebracht werden. Wenn man junge Menschen in einen Käfig steckt, beginnen sie zu glauben, dass sie in einen Käfig gehören. Dies ist eine der unbehaglichsten Jugendeinrichtungen des ganzen Landes. Man kommt für eine Stunde raus und verbringt sie in einem Käfig, so groß wie ein Hundezwinger. Man trainiert, macht Push-ups und so. Im Hochsicherheitstrakt wurden Jugendliche jeden Tag 23 Stunden in ihre Zellen gesperrt. Die Reformen haben das reduziert auf 21 Stunden. Doch noch immer werden sie für den kurzen Gang ins Bad gefesselt. Für die meisten Jugendlichen hier ist die Bindung an die Gang alles. Schwarz gegen Weiß, gegen Latino. Und bis vor kurzem unternahmen die Wärter wenig, um die Fronten aufzubrechen. Wir haben uns im Wesentlichen dahingehend gewandelt, dass wir nun so etwas wie einen Wiedereingliederungsauftrag haben. Wir versuchen, ihr Leben zu ändern. Wir hatten in Kalifornien Jugendgefängnisse und darin eigentlich Trainingsprogramme für Gladiatoren. Mehr Käfige und ein starkes Relikt der alten Führung. Bis vor wenigen Monaten waren dies Klassenzimmer. Sie wurden gefesselt hergebracht, hineingesteckt und das war Schule. Das hier war ein Klassenzimmer. Der Lehrer reichte die Bücher durch den Schlitz hinein. Nicht mal Charles Manson hatte solche Haftbedingungen. Die Gewerkschaft der Gefängnismitarbeiter hat vor 2 Jahren ein eigenes Video über das Leben hinter Gittern gedreht. Es offenbart eine Menge über ihre Gesinnung. Die mögen manchem wie Käfige erscheinen, aber so möchte der Staat auf lange Sicht gewährleisten, dass diese jungen Männer unterrichtet werden. Wir tun so viel für diese jungen Menschen und hoffen, dass es hilft. Ansichten wie diese zeigen, wie mühsam Reformen durchzusetzen sind. Manche glauben, der Jugendstrafvollzug sei bis ins Mark verdorben und sollte abgeschafft werden. Ich denke, man hat sich an die Brutalität gewöhnt. Und zwar so sehr, dass das gesamte Handeln davon beeinflusst wird. Das ist vom Konzept der Rehabilitation so weit entfernt, dass wir die täglichen Verstöße gar nicht mehr wahrnehmen. Nicht unähnlich den Soldaten im Irak. Das harte, instinktgesteuerte Verhalten der Mitarbeiter zu ändern, ist die größte Herausforderung für den neuen Leiter der CYA. Die wenigen Individuen, die sich den Richtlinien nicht anpassen wollen, die unsere Grundsätze verletzen, starken Zwang ausüben und die falschen Dinge wollen, für diese Leute wird es in unseren Einrichtungen ungemütlich werden. Ein Fehler des Beamten? Wir werden dem entschieden nachgehen. Im Januar 2005 wurde ein Gefängnisaufseher in Kalifornien ermordet. Mehr als 2000 Kollegen kamen, um ihn zu betrauern. Manuel González wurde von einem Insassen erstochen. 9 Jahre lang war niemand bei der Arbeit umgekommen, aber das verschleiert nur die Gefahren und das Gemeinschaftsgefühl, das dadurch entsteht. Meine Mitarbeiter werden im Durchschnitt 9-mal täglich angegriffen.
Wir arbeiten hinter Mauern und Zäunen. Man versteckt uns. Die Öffentlichkeit nimmt Angelegenheiten des Strafvollzugs nur wahr, wenn es einen Aufruhr gibt, Skandale oder Misshandlungsvorwürfe. Wir befinden uns in einer Art Belagerungszustand. Ohne Kameradschaftsgeist wäre der Job unerträglich. Die Beerdigung war eine einzige Mauer aus grünen Uniformen. Wenn der Beruf einen so eng verbindet, unterstützen sich die Beamten gegenseitig, ganz egal, um was es geht. Und ein aus der Reihe tanzen wird nicht hingenommen. Aber genau das tat Captain Doug Piper. Er arbeitete in dem für seine Härte bekannten Folsom-Gefängnis. Im April 2002 hatte Doug Piper Dienst und bemerkte, dass zwei rivalisierende Gangs gleichzeitig in den Hof für den Freigang gelassen wurden. Er reagierte sofort. Sie sollten sich hinlegen, oder? Captain Piper wollte den Hof schließen, aber sein Chef, der stellvertretende Leiter, sagte, noch nicht. Ein schwerer Tumult brach aus. Jemand hätte einfach hinlegen schreien können. Die Insassen hätten es sofort beendet. Doug hätte Alarm geben können, aber das wurde ihm verboten. Also sein Vorgesetzter hinderte ihn daran, den Krawall zu beenden? Genau. Es gab hier schon viele Beschuldigungen. Aufseher würden für die Gangs Gefälligkeiten erledigen, Kämpfe zulassen und das Wetten darauf. Während der Untersuchung des Folsom-Aufruhrs äußerte Doug Piper seine Besorgnis und wurde auf eine schlechtere Position versetzt. Jeder nahm sofort an, Doug sei versetzt worden, weil er durch einen Fehler schuld an dem Aufruhr gewesen sei. Durch das Video wissen wir, dass das nicht stimmt. Plötzlich war sein Ruf nichts mehr wert. Über 9 Monate lang wurde Doug zunehmend wie ein Verräter behandelt, bis Januar 2003. Er ging nicht ans Handy und ich rief immer wieder an. Um 5:10 kam meine Tochter nach Hause. Als ich die Straße entlang fuhr, sah ich schon seinen Truck vor unserer Tür. Als ich die Garage öffnete, er ist offenbar um ein paar Blocks gelaufen, heimgekommen und hat sich erschossen. Doug Piper hinterließ seiner Familie einen Brief. Er bat um die Untersuchung der Ursachen des Krawalls in Folsom und er schrieb, sein Job habe ihn umgebracht. Es tut mir sehr leid, aber ich halte den Schmerz nicht länger aus. Ich weiß, du wirst mir meine Selbstsucht und Schwäche nie vergeben können. Bitte passt auf euch auf, weil ich es jetzt nicht mehr kann. Werdet nie so schwach, wie ich es war. Bleibt stark. In Liebe, Dad. Letztes Jahr kam der gesamte Strafvollzug Kaliforniens auf den Prüfstand. Der Senat des Bundesstaats begann zu untersuchen, ob durch einen Schweigekodex korrupte Beamte geschützt und Informanten schikaniert würden. Kaliforniens Strafvollzug schwankt am Rande der Bankrotterklärung. Nicht nur wegen seines Führungsstils, sondern auch wegen seiner Moral, beginnend bei der Führungsriege. Es war schon immer so. Die Leitung war schwach und die Gefängnisse wurden von Gangs und Verbänden kontrolliert. Diesen Zustand in Frage zu stellen, ist gefährlich, sogar für Politiker. Es gab eine Reihe von Drohungen. Die jüngste ist sicher hinter Gefängnismauern ersonnen worden. Ein Pulver, das den Anschein von Anthrax erwecken sollte, und ein Brief, der im Grunde lediglich sagte, Finger weg. Auch andere erhielten Drohungen. Donald Wodicker, Vollzugsbeamter, sagte über einen Geheimbund der Wärter aus, der sich Grüne Mauer nennt. Sie stellten sich im Grunde über das Gesetz. Sie übten Zwang auf Insassen aus, schlugen sie und platzierten Beweise oder Waffen in Zellen.
Vier Jahre zuvor arbeitete Donald Wardicker im Salinas Valley-Gefängnis. Bereits jahrelang zirkulierten Gerüchte um die grüne Mauer. Er wurde gebeten, ihnen nachzugehen und entdeckte, die Korruption ist tief verankert. Angenommen, ein Insasse wurde wegen einer Beschwerde verprügelt, das muss doch untersucht worden sein. Das wäre auf Führungsebene abgeschmettert worden. Es wäre nie weitergekommen, vermutlich sogar nicht weiter als bis zur Leitung der Hofaufsicht. Donald Wardicker hält sich nun versteckt. Er kam in Begleitung seines Anwalts und wir mussten zusichern, den Ort des Gesprächs geheim zu halten. Seit ich den Schweigekodex gebrochen habe, habe ich alles verloren. Freunde, mit denen ich im Vollzug zusammengearbeitet habe, einige meiner Angehörigen, einfach alles. Meine Karriere ist zu Ende. Finanziell bin ich ruiniert und ich bin ständig auf der Flucht. Warum? Weil ich Angst um mein Leben habe. Ernsthaft? Oh ja, ich trage den ganzen Tag eine kugelsichere Weste. Zeigen Sie sie mir. Eine kugelsichere Weste. Und ich habe eine versteckte Waffe bei mir. Die Strafvollzugsbehörde hat eine neue Führung, die fest entschlossen ist, korrupte Mitarbeiter zu entlassen. Die Verbände haben versprochen, zu kooperieren. Können Sie gelten lassen, dass es in Ihren Reihen ein paar Beamte gibt, die misshandelt haben, sich inakzeptabel verhalten? Ich wäre ein Narr, das zu leugnen und mich hier hinzustellen und Ihnen zu sagen, unter den 31.000 Leuten gibt es keinen einzigen, der Dreck am Stecken hat. Es gibt schlechte Menschen und ein paar tragen Abzeichen. Man muss sie so schnell es geht loswerden. Wenigstens Kalifornien erkennt die Notwendigkeit der Veränderung. Quer durch Amerika geht das Sterben in der Haft weiter. Zwei im letzten Monat in Alabama und Ohio. Ein Mann nach Pfefferspray, einer nach wiederholter Behandlung mit dem Taser. Ist man einmal damit vertraut, wie Amerika seine Haftanstalten führt, sind die obszönen Misshandlungen in Abu Ghraib nicht minder schockierend, aber weniger erstaunlich. Aber so möchte der Staat auf lange Sicht gewährleisten, dass diese jungen Männer unterrichtet werden. Wir tun so viel für diese jungen Menschen und hoffen, dass es hilft. Ansichten wie diese zeigen, wie mühsam Reformen durchzusetzen sind. Manche glauben, der Jugendstrafvollzug sei bis ins Mark verdorben und sollte abgeschafft werden. Ich denke, man hat sich an die Brutalität gewöhnt. Und zwar so sehr, dass das gesamte Handeln davon beeinflusst wird. Das ist vom Konzept der Rehabilitation so weit entfernt, dass wir die täglichen Verstöße gar nicht mehr wahrnehmen. Nicht unähnlich den Soldaten im Irak. Das harte, instinktgesteuerte Verhalten der Mitarbeiter zu ändern, ist die größte Herausforderung für den neuen Leiter der CYA. Die wenigen Individuen, die sich den Richtlinien nicht anpassen wollen, die unsere Grundsätze verletzen, starken Zwang ausüben und die falschen Dinge wollen, für diese Leute wird es in unseren Einrichtungen ungemütlich werden. Ein Fehler des Beamten? Wir werden dem entschieden nachgehen. Im Januar 2005 wurde ein Gefängnisaufseher in Kalifornien ermordet. Mehr als 2000 Kollegen kamen, um ihn zu betrauern. Manuel González wurde von einem Insassen erstochen. 9 Jahre lang war niemand bei der Arbeit umgekommen, aber das verschleiert nur die Gefahren und das Gemeinschaftsgefühl, das dadurch entsteht.
Meine Mitarbeiter werden im Durchschnitt 9-mal täglich angegriffen. Wir arbeiten hinter Mauern und Zäunen. Man versteckt uns. Die Öffentlichkeit nimmt Angelegenheiten des Strafvollzugs nur wahr, wenn es einen Aufruhr gibt, Skandale oder Misshandlungsvorwürfe. Wir befinden uns in einer Art Belagerungszustand. Ohne Kameradschaftsgeist wäre der Job unerträglich. Die Beerdigung war eine einzige Mauer aus grünen Uniformen. Wenn der Beruf einen so eng verbindet, unterstützen sich die Beamten gegenseitig, ganz egal, um was es geht. Und ein aus der Reihe tanzen wird nicht hingenommen. Aber genau das tat Captain Doug Piper. Er arbeitete in dem für seine Härte bekannten Folsom-Gefängnis. Im April 2002 hatte Doug Piper Dienst und bemerkte, dass zwei rivalisierende Gangs gleichzeitig in den Hof für den Freigang gelassen wurden. Er reagierte sofort. Sie sollten sich hinlegen, oder? Captain Piper wollte den Hof schließen, aber sein Chef, der stellvertretende Leiter, sagte, noch nicht. Ein schwerer Tumult. So sieht's aus. Wenn die Strafe für welchen Verstoß auch immer Pfefferspray ist, bin ich voll und ganz dafür. Quer durch Amerika gewinnt man keine Wahlen, wenn man für die Sache der Häftlinge eintritt. Und ganz sicher nicht in dieser Ecke von Florida. Aber es riefen Leute an. Wer kommt jetzt? Ladies first, also Heather. Willkommen, Heather. Was hast du für uns? Ich habe viele Jahre in der Frauenstrafanstalt gearbeitet. Ich habe gesehen, wie dort Pfefferspray gesprüht wurde. Und in allen Fällen, bis auf einen, habe ich die wirklich schlimmen Folgen gesehen. Und wir haben uns auch selbst dabei verletzt. Die neuesten Zahlen belegen, dass die Einsätze von chemischen Sprays in Floridas Haftanstalten um fast 90% in 3 Jahren zunahmen. Doch das ist nur das dicke Ende hier im Strafvollzug. Als wir durch Amerika reisten, entdeckten wir, dass es ständig Übergriffe fast jeder Art und jeden Ausmaßes gibt. Festgenommen in Phoenix, Arizona, und man landet erst einmal hier, im Kreisgefängnis, geleitet vom Büro des Sheriffs. Eine typische Freitagnacht, volles Haus. Als wir eintreffen, beginnen 2 Gefangene eine Schlägerei. Die Insassen werden schnell unter einem Berg von Beamten begraben. Dieses Gefängnis wird von einem Mann geleitet, der seinen Ruf als Amerikas härtester Sheriff genießt. Er soll sich nicht prügeln, er soll sich nicht wehren. Ich möchte nicht, dass meine Beamten angegriffen werden. Zur Abwehr eines Angriffs wird so viel Gewalt wie nötig angewendet. Aber mehr als ein Dutzend Beamte, um einen Mann aus der Zelle zu holen, ihn zu Boden zu schleudern und sich auf ihn zu werfen? Warum? Wo ist der Unterschied, ob es 1 oder 10 machen? Es gibt keinen. Wir bändigen die Person. Eine andere Methode der Bändigung ist der Stuhl. Er soll Gefangene, wie diese Frau, die betrunken hergebracht wurde, daran hindern, sich selbst oder andere zu verletzen. Sie ist an Händen und Füßen gefesselt und eine Netzhaube hindert sie am Spucken. Woher sind Sie? Aus London, britisches Fernsehen. Britisch? Hallo, drehen Sie ruhig. Warum sind Sie auf dem Stuhl? Sie sollen versucht haben, sich zu schneiden. Sehen Sie hier, das können Sie auch aufnehmen. Sie haben sie da reingesetzt und 15 Minuten beobachtet. Sie bleibt 6 Stunden da drin. Dann müssen wir sie rausholen. Aber in diesen 6 Stunden kann sie sofort raus, wenn die Krankenschwester sagt, dass sie sicher ist und sich nicht mehr selbst verletzen will. Ich habe Durst. Ich möchte nur einen Becher Wasser. Hör zu, ich gebe dir Wasser. Nehmen Sie mir das Ding von... Sein Anwalt sagt, er sei geistig behindert und glaube, wegen einer Rückenverletzung nicht laufen zu können. Als er die Gehhilfe ablehnt, kommt erneut der Schocker zum Einsatz. In 4 Jahren gab es 70 Todesfälle in Nordamerika durch einen Taser, laut Amnesty International. Trunkenheit, Drogen oder Herzinfarkte sind oft die offiziellen Todesursachen. Amnesty möchte ein Verbot für Tasers durchsetzen.
Menschenrechtsgruppen möchten ein weiteres Gerät verbieten, und zwar den Stuhl, den wir im Kreisgefängnis gesehen haben. Hier wirbt ein berühmter Häftling für ihn. Die Hersteller betonen, dass Fesselstühle Menschenleben schützen, weil sie für eine ungehinderte Atmung sorgen und so das Risiko vermindern, während der Haft zu Tode zu kommen. Das ist die Werbebotschaft. Hier ein kurzer Blick auf die Wirklichkeit, diesmal in Utah. Dieser Mann hatte Schizophrenie und war unkooperativ. Er wurde entkleidet und für 16 Stunden fixiert. Dann wurde er befreit, verstarb aber kurz darauf an einem Blutgerinnsel. In den letzten Jahren starben 20 Gefangene in den Staaten in einer Fixierung wie dieser. Daraufhin haben einige Bundesstaaten den Fesselstuhl verboten. Nicht so Arizona, obwohl sich gleich zwei der Todesfälle in Phoenix ereigneten, in Sheriff Arpaios Gefängnissen. Der Sheriff führt häufig Fernsehteams durch sein halbes Dutzend Haftanstalten. Es ist schon fast ausgefeilte Routine für ihn, die Betonung der schweren Bedingungen, der Sträflingskleidung und des furchtbaren Essens. Sie wissen, dass sie Wasser und Brot essen, wenn sie Ärger machen. Es sind Kriminelle, Mörder. Verzeihung, Mordverdächtige, sie sind noch nicht verurteilt. Im Kreisgefängnis sitzen Untersuchungshäftlinge und Kriminelle, die minderschwere Delikte begangen haben. Den Wählern in Phoenix gefällt seine Behandel-sie-mies-Politik. Sie haben ihn dreimal gewählt. Sie waren im Gefängnis, dann draußen und sind wieder hier. Warum können Sie sich nicht zusammenreißen? Ich bin ein Krimineller. Nein, Sie wollen ein Krimineller sein. Wirft man einen Blick hinter Sheriff Arpaios Selbstdarstellung, trifft einen die Wahrheit mit brutaler Härte. In seinen Haftanstalten werden Gefangene geschlagen, gefoltert und sogar getötet. Charles Axter war geistig behindert und drogenabhängig. Er wog nur wenig mehr als 40 Kilogramm. Er wurde vor 4 Jahren spät nachts wegen Unfugs festgenommen. Seine Eltern nahmen an, er würde nur über Nacht im Gefängnis festgehalten werden. Das Telefon klingelte und es war die Notaufnahme. Sie sagten, lagt. Der Sheriff beharrt darauf, dass es ein selbstverschuldeter Unfall gewesen sei. Sie sagen, er fiel von einer Koje, aber der medizinische Befund stellt fest, dass das nicht zu den Verletzungen passt. Wir werden sehen, was die Krankenakte sagt. Sie bleiben dabei, dass er von einer Koje fiel? Ja, 100%. Wir haben Videos, die das zeigen. Aber noch einmal, ich äußere mich nicht zu Einzelheiten schwebender Verfahren. Aber er hat einem ihrer Ärzte gesagt, dass er von Aufsehern geschlagen worden ist. Nun, viele Leute im Gefängnis behaupten gewisse Dinge, die nicht stimmen. Wenn Sie also ein paar Insassen glauben wollen, die ihr eigenes Tagebuch der Wahrheit haben, bitte. Inzwischen gibt es eine Gruppe Mütter gegen Arpaio, vereint durch ihre Geschichten des Schreckens. Pearl Wilsons Sohn Philip wurde von anderen Häftlingen umgebracht. Sie gibt dem Sheriff die Schuld, sagt, seine Aufseher lassen Kämpfe unter den Insassen zu. Owen hat einen Brief ihrer Tochter, in dem sie beschreibt, wie eine Mitgefangene an einer Bauchhöhlenschwangerschaft starb, weil niemand einen Arzt rief. Diese schlimmen Dinge finden nach wie vor statt. Nichts wird dagegen unternommen. Sheriff Arpaio sollte in sich gehen und sich fragen, ob er wirklich der härteste Sheriff der Vereinigten Staaten sein möchte. Arizona ist nicht stolz auf das, was da vor sich geht. Glauben Sie mir. Niemand musste vor Gericht Rechenschaft ablegen. Niemand musste die Verantwortung für seinen Tod übernehmen. Und ich finde keine Ruhe, bis sie das müssen. Bis bald. Genießt die Sonne. Ja, das liebe ich. Ich bin mit mir zufrieden. Ich kann jede Nacht schlafen. Meine Arbeit ist hart. Ich habe volles Vertrauen in meine Beamten. Glauben Sie mir, das Strafvollzugssystem der Vereinigten Staaten von Amerika ist das Beste, das es gibt. Und wenn ich als Sheriff oder meine Leute irgendetwas falsch machen würden, glauben Sie mir,
Man würde es veröffentlichen und man würde Maßnahmen ergreifen. So viel Zuversicht gibt es nicht in jedem Bundesstaat. Selbst wenn Vollzugsbeamte schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen eingestehen, kann eine Reform schwierig sein und manchmal sogar gefährlich. Nächster Halt: Kalifornien und die dortige Hauptstadt Sacramento. Um 5:10 kam meine Tochter nach Hause. Als ich die Straße entlang fuhr, sah ich schon seinen Truck vor unserer Tür. Als ich die Garage öffnete, er ist offenbar um ein paar Blocks gelaufen, heimgekommen und hat sich erschossen. Doug Piper hinterließ seiner Familie einen Brief. Er bat um die Untersuchung der Ursachen des Krawalls in Folsom und er schrieb, sein Job habe ihn umgebracht. Es tut mir sehr leid, aber ich halte den Schmerz nicht länger aus. Ich weiß, du wirst mir meine Selbstsucht und Schwäche nie vergeben können. Bitte passt auf euch auf, weil ich es jetzt nicht mehr kann. Werdet nie so schwach, wie ich es war. Bleibt stark. In Liebe, Dad. Letztes Jahr kam der gesamte Strafvollzug Kaliforniens auf den Prüfstand. Der Senat des Bundesstaats begann zu untersuchen, ob durch einen Schweigekodex korrupte Beamte geschützt und Informanten schikaniert würden. Kaliforniens Strafvollzug schwankt am Rande der Bankrotterklärung. Nicht nur wegen seines Führungsstils, sondern auch wegen seiner Moral, beginnend bei der Führungsriege. Es war schon immer so. Die Leitung war schwach und die Gefängnisse wurden von Gangs und Verbänden kontrolliert. Diesen Zustand in Frage zu stellen, ist gefährlich, sogar für Politiker. Es gab eine Reihe von Drohungen. Die jüngste ist sicher hinter Gefängnismauern ersonnen worden. Ein Pulver, das den Anschein von Anthrax erwecken sollte, und ein Brief, der im Grunde lediglich sagte: Finger weg. Auch andere erhielten Drohungen. Donald Wodicker, Vollzugsbeamter, sagte über einen Geheimbund der Wärter aus, der sich Grüne Mauer nennt. Sie stellten sich im Grunde über das Gesetz. Sie übten Zwang auf Insassen aus, schlugen sie und platzierten Beweise oder Waffen in Zellen. 4 Jahre zuvor arbeitete Donald Wodicker im Salinas Valley-Gefängnis. Bereits jahrelang zirkulierten Gerüchte um die Grüne Mauer. Er wurde gebeten, ihnen nachzugehen und entdeckte, die Korruption ist tief verankert. Angenommen, ein Insasse wurde wegen einer Beschwerde verprügelt, das muss doch untersucht worden sein. Das wäre auf Führungsebene abgeschmettert worden. Es wäre nie weitergekommen. Vermutlich sogar nicht weiter als bis zur Leitung der Hofaufsicht. Donald Wodicker hält sich nun versteckt. Er kam in Begleitung seines Anwalts und wir mussten zusichern den Ort zu Abu Ghraib. Und da sagten diese Politiker, das sei falsch, es sei eine Verletzung der Menschenrechte. Und ich dachte, was für eine Heuchelei. Sie wissen, dass wir das hier jeden Tag haben. Dies ist die schockierende Geschichte, wie Amerika seine Gefangenen in den eigenen Hinterhöfen behandelt. Wie Jugendliche von Wachen verprügelt werden. Inhaftierte nach der Fesselung sterben. Oder zu Brei geschlagen werden. Ein ständig steigender Blutzoll. In einer verborgenen Welt erstaunlicher Gewalt. Im Norden Floridas liegt die wohl bekannte Stadt Stark mit 5.500 Einwohnern. Die örtliche Wirtschaft ist von den 5 Staatsgefängnissen abhängig, die sich rund um die Stadt befinden. In den meisten Familien gibt es jemanden, der dort arbeitet. Die Häftlinge werden zur Instandhaltung und Reinigung der Stadt herangezogen. Aber da, wo man nicht hinsehen kann, in den beiden Hochsicherheitsgefängnissen, leben die meisten Männer in Einzelhaft.
Man wird von Geschrei empfangen, ein unglaublicher Krach. Es ist extrem heiß und riecht nach einer Mischung aus Abwasser und Urin. Die Zelle ist 3x2 Meter groß und weiß gestrichen. Ich habe die Ziegel gezählt und die Waschbecken, was nicht schwer ist, denn es gibt nur eins und eine Toilette. Mitch Scott hat für Raub und Vergewaltigung fast 30 Jahre eingesessen, einige davon in Einzelhaft. Man hat viel Zeit zum Nachdenken. Sie wissen schon, über alles und jeden. Die Gefängnisverwaltung verweigerte uns das Filmen auf dem Gelände, aber der Beamte für Öffentlichkeitsarbeit, Sterling Ivy, erlaubte uns das Drehen auf der Straße. Channel 4, Sterling Ivy hat das erlaubt. Wer? Sterling Ivy. Trotz der Genehmigung gibt es immer wieder Schwierigkeiten. Er hat mir auch gesagt, er würde New River und dem FSP Bescheid geben. Hat er, aber nicht für diesen Platz. Aber auch wenn sie den Zutritt verweigern, sickern Geschichten um fortdauernde Misshandlungen durch. In einer der schlimmsten erleiden Insassen durch chemische Sprays schreckliche Verbrennungen. Die Gefängnisbehörde von Florida hat eine umfangreiche Website. Und er schrieb, sein Job habe ihn umgebracht. Es tut mir sehr leid, aber ich halte den Schmerz nicht länger aus. Ich weiß, du wirst mir meine Selbstsucht und Schwäche nie vergeben können. Bitte passt auf euch auf, weil ich es jetzt nicht mehr kann. Werdet nie so schwach, wie ich es war. Bleibt stark. In Liebe, Dad. Letztes Jahr kam der gesamte Strafvollzug Kaliforniens auf den Prüfstand. Der Senat des Bundesstaats begann zu untersuchen, ob durch einen Schweigekodex korrupte Beamte geschützt und Informanten schikaniert würden. Kaliforniens Strafvollzug schwankt am Rande der Bankrotterklärung. Nicht nur wegen seines Führungsstils, sondern auch wegen seiner Moral, beginnend bei der Führungsriege. Es war schon immer so. Die Leitung war schwach und die Gefängnisse wurden von Gangs und Verbänden kontrolliert. Diesen Zustand in Frage zu stellen, ist gefährlich, sogar für Politiker. Es gab eine Reihe von Drohungen. Die jüngste ist sicher hinter Gefängnismauern ersonnen worden. Ein Pulver, das den Anschein von Anthrax erwecken sollte, und ein Brief, der im Grunde lediglich sagte: Finger weg. Auch andere erhielten Drohungen. Donald Wodicker, Vollzugsbeamter, sagte über einen Geheimbund der Wärter aus, der sich Grüne Mauer nennt. Sie stellten sich im Grunde über das Gesetz. Sie übten Zwang auf Insassen aus, schlugen sie und platzierten Beweise oder Waffen in Zellen. 4 Jahre zuvor arbeitete Donald Wodicker im Salinas Valley-Gefängnis. Bereits jahrelang zirkulierten Gerüchte um die Grüne Mauer. Er wurde gebeten, ihnen nachzugehen und entdeckte, die Korruption ist tief verankert. Angenommen, ein Insasse wurde wegen einer Beschwerde verprügelt, das muss doch untersucht worden sein. Das wäre auf Führungsebene abgeschmettert worden. Es wäre nie weitergekommen, vermutlich sogar nicht weiter als bis zur Leitung der Hofaufsicht. Donald Wodicker hält sich nun versteckt. Er kam in Begleitung seines Anwalts und wir mussten zusichern, den Ort des Gesprächs geheim zu halten. Seit ich den Schweigekodex gebrochen habe, habe ich alles verloren. Freunde, mit denen ich im Vollzug zusammengearbeitet habe, einige meiner Angehörigen, einfach alles. Meine Karriere ist zu Ende. Finanziell bin ich ruiniert und ich bin ständig auf der Flucht. Warum? Weil ich Angst um mein Leben verfluchte. Jeremiah Thomas, ein bewaffneter Raubüberfall und eine langjährige psychische Erkrankung, verweigerte die Medikamenteneinnahme, eingesprüht durch die Klappe seiner Zellentür. Fast 2 Dutzend Männer klagen inzwischen gegen die Gefängnisverwaltung. Sie benutzen üblicherweise große Kanister mit Pfefferspray, groß wie Feuerlöscher etwa. Es bleibt auf der menschlichen Haut kleben.
Wir hatten Häftlinge hier, die Verbrennungen zweiten Grades am ganzen Körper hatten. Das ist extrem schmerzhaft. Und die Beamten zielen immer auf Gesicht und Genitalien. Chemische Gifte sind bei Unruhen oder zur Bändigung gewalttätiger Häftlinge sehr wirkungsvoll. Aber die Anwälte beklagen, dass Pfefferspray böswillig und sadistisch eingesetzt wird. Das erste Anzeichen ist das Aussetzen der Ventilatoren in den Zellen. Insassen berichteten, dass Karton in die Türritzen gestopft wird, damit die Räume wirklich luftdicht sind. Diese Bilder sind von den Gefängnisbehörden selbst. Wird hier in eine Zelle gesprüht, leidet der ganze Flügel, einschließlich der Mitarbeiter. Ein Gefängnisarzt berichtet uns von seinen Erlebnissen, anonym, sonst würde man ihn entlassen. Zum Eingasen kommt es 2-3 Mal pro Woche. Die Wärter sagen, weg von der Tür oder vom Fenster. Ich habe es dir 3-mal gesagt, jetzt kommt das Gas. Die Augen beginnen zu tränen und in der Nase brennt es. Die Reizung ist so stark, dass man fast an seinem eigenen Speichel erstickt. Ich glaube, ein paar der Wärter halten es für ihren Job, diese Leute zu bestrafen und sind sehr nachtragend. Sie sprühten im direkten Nachbarflügel. Es zog durch mein Fenster rein und gaste mich auch ein. Okay. Welche Wirkung hatte es? Es brannte. Es fühlte sich an, als ob mein Gesicht verbrennt. In den Berichten steht natürlich, es wurde nur 3-mal kurz das Zeug versprüht. Aber wenn man sich die Beweisfotos ansieht, zu den Verätzungen dieser Leute kann es nicht kommen, wenn man ihnen nicht literweise das Zeug aufsprüht. Es wird benutzt, um die Gefangenen richtig zu terrorisieren. Das kann man nur Folter nennen. Die Gefängnisbehörde wollte keine unserer Fragen beantworten, aber auf der Website ist eine Erklärung. Es heißt, chemische Gifte werden nur als äußerste Maßnahme eingesetzt, um Gewalt zu Charles strampelt, also zerren ihn 9 Gefängnismitarbeiter zum Stuhl. Er trägt immer noch Handschellen. Ein Mitarbeiter kniet auf ihm. Sie beugen ihn nach vorn, um die Handschellen zu entfernen und ihn wieder festzubinden. Wenn man 9 Leute braucht, um Charles in den Stuhl zu bekommen, wissen Sie, wenn das keine Folter ist, dann weiß ich es auch nicht. Etwa eine Viertelstunde darauf stellt eine Krankenschwester fest, dass Charles bewusstlos ist. Sie kneift ihm ins Gesicht und hält ihm Ammoniak unter die Nase. Aber immer noch entfernt niemand die Spuckhaube oder löst seine Fesseln und holt ihn aus dem Stuhl. Trainingsunterlagen aus dem Büro des Sheriffs enthalten die klare Weisung, Handschellen abzunehmen, bevor der Häftling auf den Stuhl gesetzt wird. Durch doppelte Fesselung kann ein Phänomen verursacht werden, das unter dem Namen haltungsbedingte Asphyxie bekannt ist. Trotz verzweifelter Wiederbelebungsversuche war Charles Exter bereits hirntot. Seine Eltern verklagen nun einen trotzigen Sheriff. Sehen Sie sich alle Videos an, die Sie wollen. Die Wahrheit ist das nicht. Sie bestreiten aber nicht, dass er auf dem Stuhl die Hände auf dem Rücken gefesselt hatte? Das weiß ich nicht genau, aber ich versichere hier und jetzt, wir haben keinen Fehler gemacht. Ich möchte niemanden im Gefängnis verlieren, egal unter welchen Umständen. Aber wenn man im Strafvollzug ist, sind einem manchmal die Hände gebunden und es kann zu Todesfällen kommen. Aber Scott Norbergs Tod liegt nahe, dass man nichts gelernt hat. 5 Jahre zuvor war er in dasselbe Gefängnis gezerrt worden, verwirrt, aber nicht aggressiv. Und auch er wurde in Handschellen auf den Stuhl gesetzt. Man legte ihm ein Handtuch über den Mund, um ihn am Spucken zu hindern. Später sagte eine Beamtin aus, sie habe ihren Kollegen alarmiert, als Scott Norberg Probleme bekam. Ich sagte ihm, dass der Mann blau anlief oder lila, aber noch atmete und er sagte, scheißegal. Was sagte er? Scheißegal. Und der wird sich noch wehren.
Scott Norberg erstickte. Die Versicherung des Countys zahlte seiner Familie über 8 Millionen Dollar. Es gab nicht mal eine strafrechtliche Anklage. Ich diskutiere diesen Fall nicht, das ist vorbei. Nur so viel. Wenn ich oder meine Beamten etwas falsch gemacht hätten, hätte man mich geköpft. Sie haben alles überprüft und das war alles von unserer Seite einwandfrei. Das ist die Quintessenz. Und warum 8 Millionen Dollar, wenn es nichts zu regeln gab? Das war die Versicherungsgesellschaft. Sie wollten nicht vor Gericht. Das Trainingsunterlagen aus dem Büro des Sheriffs enthalten die klare Weisung, Handschellen abzunehmen, bevor der Häftling auf den Stuhl gesetzt wird. Durch doppelte Fesselung kann ein Phänomen verursacht werden, das unter dem Namen haltungsbedingte Asphyxie bekannt ist. Trotz verzweifelter Wiederbelebungsversuche war Charles Exter bereits hirntot. Seine Eltern verklagen nun einen trotzigen Sheriff. Sehen Sie sich alle Videos an, die Sie wollen. Die Wahrheit ist das nicht. Sie bestreiten aber nicht, dass er auf dem Stuhl die Hände auf dem Rücken gefesselt hatte? Das weiß ich nicht genau, aber ich versichere hier und jetzt, wir haben keinen Fehler gemacht. Ich möchte niemanden im Gefängnis verlieren, egal unter welchen Umständen. Aber wenn man im Strafvollzug ist, sind einem manchmal die Hände gebunden und es kann zu Todesfällen kommen. Aber Scott Norbergs Tod liegt nahe, dass man nichts gelernt hat. 5 Jahre zuvor war er in dasselbe Gefängnis gezerrt worden, verwirrt, aber nicht aggressiv. Und auch er wurde in Handschellen auf den Stuhl gesetzt. Man legte ihm ein Handtuch über den Mund, um ihn am Spucken zu hindern. Später sagte eine Beamtin aus, sie habe ihren Kollegen alarmiert, als Scott Norberg Probleme bekam. Ich sagte ihm, dass der Mann blau anlief oder lila, aber noch atmete und er sagte, scheißegal. Was sagte er? Scheißegal. Und der wird sich noch wehren. Scott Norberg erstickte. Die Versicherung des Countys zahlte seiner Familie über 8 Millionen Dollar. Es gab nicht mal eine strafrechtliche Anklage. Ich diskutiere diesen Fall nicht, das ist vorbei. Nur so viel. Wenn ich oder meine Beamten etwas falsch gemacht hätten, hätte man mich geköpft. Sie haben alles überprüft und das war alles von unserer Seite einwandfrei. Das ist die Quintessenz. Und warum 8 Millionen Dollar, wenn es nichts zu regeln gab? Das war die Versicherungsgesellschaft. Sie wollten nicht vor Gericht. Das Versprechen des Sheriffs, Strafvollzug so unerbittlich wie möglich, schreckt Kriminelle nicht ab. Er ließ Tent City errichten, um auf billige Weise die steigende Zahl der Häftlinge unterzubringen. Die Bewohner hier haben sich in den 12 Jahren seiner Amtszeit verdoppelt. Du wärst lieber in einem mexikanischen Gefängnis? Das sind die schlimmsten der Welt. Da willst du hin? Lieber dort als hier. Ja, das ist schlecht. Der Sheriff genießt die Beschwerden der Insassen über die Haftbedingungen. Weniger erfreulich wird es für ihn, wenn daraus Klagen über Grausamkeit werden. In Brian Crenshaws Ausweis war der Vermerk: Im Norden Floridas liegt die wohl bekannte Stadt Stark mit 5.500 Einwohnern. Die örtliche Wirtschaft ist von den 5 Staatsgefängnissen abhängig, die sich rund um die Stadt befinden. In den meisten Familien gibt es jemanden, der dort arbeitet. Die Häftlinge werden zur Instandhaltung und Reinigung der Stadt herangezogen. Aber da, wo man nicht hinsehen kann, in den beiden Hochsicherheitsgefängnissen, leben die meisten Männer in Einzelhaft. Man wird von Geschrei empfangen, ein unglaublicher Krach. Es ist extrem heiß und riecht nach einer Mischung aus Abwasser und Urin. Die Zelle ist 3x2 Meter groß und weiß gestrichen. Ich habe die Ziegel gezählt und die Waschbecken, was nicht schwer ist, denn es gibt nur eins und eine Toilette. Mitch Scott hat für Raub und Vergewaltigung fast 30 Jahre eingesessen, einige davon in Einzelhaft. Man hat viel Zeit zum Nachdenken. Sie wissen schon, über alles und jeden. Die Gefängnisverwaltung verweigerte uns das Filmen auf dem Gelände, aber der Beamte für Öffentlichkeitsarbeit, Sterling Ivy, erlaubte uns das Drehen auf der Straße. Channel 4, Sterling Ivy hat das erlaubt. Wer? Sterling Ivy.
Trotz der Genehmigung gibt es immer wieder Schwierigkeiten. Er hat mir auch gesagt, er würde New River und dem FSP Bescheid geben. Hat er, aber nicht für diesen Platz. Aber auch wenn sie den Zutritt verweigern, sickern Geschichten um fortdauernde Misshandlungen durch. In einer der schlimmsten erleiden Insassen durch chemische Sprays schreckliche Verbrennungen. Die Gefängnisbehörde von Florida hat eine umfangreiche Website. Sie führt jeden einzelnen Häftling auf, seine Straftat und die Haftdauer. Dies ist Sylvester Butler. Der Einbrecher verbüßt 8 Jahre. Dieses Bild wurde von seinem Anwalt aufgenommen. Wachen hatten Butler mit Pfefferspray und Tränengas in seiner Zelle angesprüht, weil er an die Zellentür hämmerte. Kurt Massey, 12 Jahre für versuchten Mord. Im Gefängnisbericht steht, er wurde angesprüht, weil er die Mitarbeiter verfluchte. Jeremiah Thomas, ein bewaffneter Raubüberfall und eine langjährige psychische Erkrankung, verweigerte die Medikamenteneinnahme, eingesprüht durch die Klappe seiner Zellentür. Fast 2 Dutzend Männer klagen inzwischen gegen die Gefängnisverwaltung. Sie benutzen üblicherweise große Kanister.